Hebt die Erhöhung der Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten für das Jahr 2025? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, wir hatten ja Anfang September 2024 mit einem Video berichtet oder in einem Video berichtet, dass es neue Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten im Jahr 2025 geben soll. Grundlage dafür ist die Änderung der Bezugsgröße für das Jahr 2025. Die Bezugsgröße ist ein wichtiger Rechenwert. Dieser ergibt sich aus Paragraph 18 SGB 4, also viertes Buch des Sozialgesetzbuchs. Und die Bundesregierung ist ermächtigt, aufgrund Rechtsverordnung genau diese Bezugsgröße und sich daraus ableitende Rechenwerte für die Sozialversicherung nach Paragraph 17 Absatz 2 SGB 4 jährlich anzupassen. Und genau das ist passiert. Bundesminister Heil hat einen Referentenentwurf dieser Verordnung, der Rechengrößenverordnung 2025, veröffentlicht. Und still ruht der See. Aber nicht, weil Hubertus Heil sagt, dass oder nicht, weil es da irgendeinen Fehler gibt, sondern die FDP mit dem Herrn Lindner, Finanzminister, tritt hier mächtig auf die Bremse. Und zwar stößt Herrn Lindner übel auf, dass die Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung steigen und damit höhere Einkünfte praktisch höher verbeitragt werden. Das heißt also Menschen, die Einkünfte bei 6.000 bis 7.000 Euro haben oder in der gesetzlichen Krankenversicherung dann ein bisschen drunter, müssen dann höhere Beiträge von ihrem Bruttolohn an den entsprechenden an den entsprechenden Sozialleistungsträger dann zahlen. Und das stößt dem Herrn Lindner auf und deshalb blockiert er diese Rechengrößenverordnung. Und Inhalt dieser Verordnung sind aber nicht nur die geänderten Rechengrößen, sondern eben auch die geänderte Bezugsgröße. Und diese Bezugsgröße ist ein ganz, ganz wichtiger mathematischer Faktor in der Berechnung der Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung. Und zwar ergibt sich die Änderung der Hinzuverdienstgrenzen nicht aus dieser von mir genannten Verordnung, sondern aus dem Paragraph 96a Absatz 1c SGB 6. Meine Damen und Herren, der wird leider im Internet unglaublich viel Unfug geschrieben. So wurde zum Beispiel geschrieben, dass sich die Änderung der Hinzuverdienstgrenzen aus dem Referentenentwurf dieser Verordnung ergibt. Das ist falsch, meine Damen und Herren. Der ergibt sich maximal nur aus der Gesetzeslage Paragraph 96a SGB 6. Seit 2023 haben wir ja eine geänderte Rechtslage. Das heißt also, die Hinzuverdienstgrenzen werden dynamisiert, immer dann gehen sie nach oben, wenn auch die Bezugsgröße nach oben geht. Wir haben ja zwei Hinzuverdienstgrenzen, einmal bei Rente wegen voller Erwerbsminderung und bei Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. So, und diese Hinzuverdienstgrenzen sollen laut diesem Referentenentwurf vom SPD-Mann oder SPD-Minister Heil ja im Jahr 2025 steigen. Und das Ganze steht jetzt quasi auf der Kippe. Wir wissen also aktuell, heute ist der 1.10.2024, nicht, was eigentlich Stand der Dinge ist. Gibt die FDP ihre Blockadehaltung auf oder lässt sie es drauf ankommen, lässt sie sozusagen die Muskeln spielen und nimmt sie vielleicht auch dann in Kauf, dass möglicherweise die Ampelregierung dann letzten Endes tatsächlich noch auseinanderfliegt. Ja, meine Damen und Herren, es ist keine politische Bewertung, sondern es ist schlicht und ergreifend die Tatsache, dass FDP-Chef Lindner als Finanzminister auch bekannt hier ganz klar gesagt hat, er will eine Absenkung dieser entsprechenden Rechenwerte, denn sie führen zu einer zusätzlichen Belastung der Gutverdienenden in Deutschland. Dagegen laufen die Sozialverbände Sturm. Die sagen klipp und klar, Gutverdienende sollen sich bitte schön an den Sozialversicherungen mit beteiligen, an den Kosten.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Auch Herr Minister Lindner müsste sich dran, mit dran beteiligen und alle anderen auch. Ich bin ja, wie Sie wissen, auch dafür, dass wir eine einheitliche Kranken- und Rentenversicherung haben und dass die Beitragsbemessungsgrenzen deutlich erhöht werden müssten, letzten Endes, und auch andere Einkünfte und Vermögenswerte der Verbeitragung in der gesetzlichen Rente und auch in der Krankenversicherung unterliegen müssten. Aber das ist nur meine Vorstellung zu diesem Thema. Es ist keine Bewertung der Dinge, die dort der Finanzminister Lindner gerade aktuell umtreibt. Ich kann nur so viel sagen, wir haben ein Paragraph 17 Absatz 2 SGB IV. Dort steht ganz klar drin, dass die Bundesregierung ermächtigt ist, durch Verordnung die Rechenwerte zu verändern. Es gab eine Änderung der Verdienste im Vergleich für das Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 sind diese Verdienste um 6,44% angestiegen. Und genau dieser Prozentsatz ist es, der die Änderungen der Beitragsbemessungsgrenzen, aber auch der Bezugsgröße letzten Endes bedingen oder verursachen. So hat es zumindest Hubertus Heil in dem Referentenentwurf der Verordnung dargelegt, auch rechnerisch dargelegt. Ja, meine Damen und Herren, also wir wissen nicht, Stand 1.10.2024 kommen die neuen Hinzuverdienstgrenzen 2025, so wie wir sie veröffentlicht haben, oder bleibt es beim alten Recht? Ich weiß es nicht. Offen ist alles. Wir wissen nicht, ob diese Verordnung tatsächlich kommt. Und wie eventuell ein Kompromiss aussehen könnte. Auch das wäre noch möglich. Schauen wir einfach mal, ob die Rechengröße, Bezugsgröße, die ja für die Hinzuverdienstgrenze so wichtig ist, sich dann auch nochmal ändert. Sollte die sich ändern, ich hatte ja in dem Video, was wir bekannt gegeben haben, auch gesagt, es ist erstmal nur ein Gesetzesentwurf, es kann also noch Änderungen geben, dann wird es sicherlich auch nochmal Änderungen in der Höhe der Hinzuverdienstgrenzen geben. Hoffen wir aber das Beste, dass es jetzt erstmal dabei bleibt, so wie es ist, und dass der Gesetzgeber, die Bundesregierung, sich hier mit ihren Mehrheiten findet und diese Sozialversicherungsgrößenrechenverordnung für das Jahr 2025, so wie sie vorgelegt worden ist, dann auch verabschiedet. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.